Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal wieder Springfield. Und heute habe ich auch eine bisschen bessere Ahnung von dem Event. Weil das erste Mal ist immer so ein bisschen bröckelhaft, kann man sagen. Ja, kann man glaube ich sagen. Aber hier haben wir noch eine Tagesherausforderung. Ich meine, die können wir auch mal direkt mal einsammeln. So, dann sind wir schon beim dritten Preis. Es war ja noch nicht so spektakulär, aber immerhin sind wir beim dritten Preis. Da kann man ja jetzt auch nichts dagegen sagen. Hier, ich weiß jetzt, was mit dem Gehege hier auf hat. Oder mit dem Emu, oder mit der Emu-Erfahrung. Sagen wir mal so. Man kann in diesem Event noch nichts herstellen. Vielleicht kommt es noch. Also ich vermute schon mal stark, dass da vielleicht noch ein oder zwei Kategorien hier kommen. Und vielleicht wird es irgendwann mit Herstellen zu tun haben. Oder was komplett anderes. Aber zwei, das kann ich eigentlich nicht auf sich sitzen lassen. Ich glaube schon stark, dass da noch was kommt. Glaube ich echt schon stark. Okay. So, und die Tierfutterstelle, die beseitigt anscheinend auch hier diese Frösche, wo man in Springfield absetzen kann. Genau, diese Frösche da unten. Die beseitigt es anscheinend auch. Und hier hat es keinerlei Einfluss, welche Tiere da drin ist. Oder auf das Event, welche Tiere da drin sind. Also man kann da irgendwas reinstellen. Das ist ja egal. Aber wir können es mal aufrüsten. Ja, können wir aufrüsten. Dann bekommen wir jetzt den Ententeich. Da bringt 1% Bonus, okay. Naja, das sieht denn schlecht aus. Ist zwar schlicht, aber sieht denn schlecht aus. Bessere die Emu-Erfahrung, nochmal. Ich meine, wenn wir es können, dann können wir das einfach. Schalte Bock und Junges. Ah ja, schalte Bock und Junges zur Platzierung in der Emu-Erfahrung frei. Oh. Ich dachte, es geht jetzt so ganz geschmeidig. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal den Bock. Ich meine, den können wir ja mal schnell wechseln. Slot 4. Bock und Jungs. Die Korn haben wir auch. Sehen wir das irgendwo? Achso, das ist da drüben. Okay. Naja. So. Jetzt wissen wir das auf jeden Fall auch. Und es gab so ein Ingame-Update. Ich wollte diese Folge sagen, aber geht es nicht mehr durch das Ingame-Update. Könnte hier nämlich... Ja, man könnte hier zum Beispiel irgendwas hier aufstellen. Zum Beispiel die Löwenstatue könnte man so aufstellen. Hat man x tausende XP bekommen. Dann war ich ungefähr mit 40 Löwen, hatte ich Neville. Und das nur für, sagen wir mal, 20.000 Geld oder so. Ein Neville, das bringt mega, aber das hat EA gefixt. Aber ich weiß nicht, das war glaube ich Absicht von EA. Das vermute ich schon mal stark. Weil ich kann es mir anders nicht vorstellen, dass die das bei allen verbuggen. Vielleicht bei 1 vielleicht eine 0 zu viel hingeschrieben, aber gleich bei allen. Ich glaube nicht, das kann kein Zufall sein. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke vermutlich schon stark, dass es Absicht war. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich denke mal, um so einen kleinen Effekt oder so. Ich weiß nicht, was EA damit beziehen wollte, aber irgendwas bestimmt. Da ist noch das große Insektenhaus hinzugekommen. Mal schauen, wie das aussieht. Nein, das ist eher nicht so spektakulär. Das lassen wir lieber. Meine armen Donuts. Genau. Aber das Haus der Servants, das sieht besser aus, oder? Es geht sogar. Und da ist ein Gehege dran. Und vielleicht ist dann da der Löwe drinnen. Weiß nicht genau. Aber ich kaufe mir das einfach mal. Einfach mal so kaufen. Bringt es vielleicht auch Prozente? Kann das sein? Nö, nee, nix. Das war aber schon zu gut. Das kann ich einfach nicht zulassen. Schon die frohe Butterphänomen? Die Selfstones? Okay, der hat eine Bibel in der Hand. Okay. Trost bieten. Oder bringt die Wendwährung. Aber
Nee, 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 da lasse ich mich nicht runterziehen. Den schicken wir erst hier hin. Danach könnt ihr den über Nacht auf 8 Stunden schicken. Das lohnt sich mehr. Ich habe mal mitgedacht. Genau, über Nacht. Aber es ist auch ziemlich heiß. Die letzten Wochen. Aber es soll mal wieder so ganz kurz runterkühlen. Aber zum Glück habe ich hier da unten. Also bei meinen Füßen. Mein, ja. Oberkörper, keine Tarnwände am Hals irgendwas rumzieht. Aber an den Füßen finde ich das schon geil. Da habe ich einfach so einen alten Gehäuselüfter genommen. Weil den PC brauche ich mal eh nicht mehr. So ein uralt 20. So einen uralten PC, wo 20 Jahre alt ist. Die braucht echt keiner mehr. Und jetzt steht der Gehäuselüfter da unten. Der andere, der war. Ui, der war ein bisschen laut. Kann ich euch ja mal kurz was einblenden, wie laut der ist. Aber bitte Ohren zu halten. Also der ist ungefähr so laut. Haut sie manchmal weg, Alter. Aber nee, mal Spaß beiseite. Der ist echt zu stark. Mit 3000 Umdrehungen, da haut sie jedes Blatt weg. Naja, mal ein hochdefiniertes Video mal einblenden. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich muss mal mit abstecken hier. Ah, schon viel leiser. Ist echt ein bisschen zu laut. Und ich meine Maus mal wieder eingefroren. Ja, aber jetzt haben wir zu lange irgendwas anderes gemacht. Ja, ein bisschen Spaß muss natürlich immer schon sein. Aber jetzt kommen wir zu den Dialogen. Bevor Sie mein Leben zerstören, sagen Sie mir eins. Was für ein herzloser Mensch behält den Namen Kid Kill? Mein wirklicher Name ist Curry. Nach dem Kauf des Toasts habe ich ihn geändert. Wollte etwas, das man nicht so leicht vergisst. Aber das vermittelt die falsche Botschaft. Sie töten doch Tiere, keine Kinder. Es gab aber schon so viele Larry Tyrkels. Vielleicht haben Sie recht. Mein Geschäft ist so gut wie tot. Nicht, wenn ich den Laden übernehme. Glauben Sie mir, es wird genauso erfolgreich wie die 8-Arm-Nummer in meinem Zoo. Ich zeige Ihnen, wie ich das Publikum auf die Show einstimme. Wow, das war wirklich beeindruckend. Ich meine, Sie haben Ihr Bestes gegeben. Nun ja, ich bin nicht mehr so agil wie früher. Aber ein paar gute Moves habe ich immer noch drauf. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das an, als würde ich meine Seele verkaufen. Nicht nur Ihre Seele, auch Ihre Würde, Ihr Lebenswerk und Ihren Stolz. Aber die können wir neu kaufen, wenn der Laden hier läuft. Sie haben ja eine Menge Vertrauen in meine Produkte. Haben Sie eigentlich jemals einen Krusty Burger gegessen? Warum sollte ich so etwas Dämliches tun? Ich verkaufe Ihnen mein Geschäft nicht, bevor Sie einen meiner Burger probiert haben. Dad, ich will richtige Löwen sehen, nicht diese alten, müden Knochen. Kleine, wie kannst du so etwas sagen? Löwen sind auch nur Menschen. Und? Ist es das Beste, was Sie je gegessen haben? Wow! Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es so etwas Ekliges gibt. Herzlichen Glückwunsch, Crossy. Das war der schlechteste Burger, den ich je hatte. Ich kann nicht mal vorgegartes Fleisch richtig zubereiten. Na los, unterschreiben Sie hier. Und Ihr guter Kumpel Kitzkill lässt nichts mehr anbrennen. Vor allem keine Burger. Nein, dieser Schuppen ist vielleicht ein einziger Haufen Mist. Aber er ist mein Mist und steht nicht zum Verkauf. Sie haben es nicht anders gewollt. Hey, Crossy, hätte gern das Übliche. Sport Homer, 12 Krusty Burger, 4 Pommes und ein großer Milchshake. 4 Pommes? Ja, das lohnt sich. Genieß es, du bist mein letzter Kunde. Ganz recht, danach sind sie dann einer meiner Stammkunden. Damit war eigentlich Brownie gemeint. Ich persönlich esse gerne mal woanders. Ich kann mich nicht zwischen einem Mann und das Fastfood-Restaurant seiner Wahl entstellen. Ich bedachte, das ist als asiatischer Suizid auf Raten. Danke, Kikil, wenn die gedacht, dass so Sesselpupser wie sie ein Herz haben. Treiben Sie jetzt nicht so weit, Krusty. Mir ist langweilig. Können wir nicht etwas anders machen, als zu trinken, Homer? Igitt, ich hasse Buschbabys. Ständig machen sie mir auf die Schulter. Okay. Dies ist mein Königreich und das ist mein Thron. Den Zweitthron im Badezimmer habe ich dir ja schon gezeigt. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Hier, nimm einen Donut. Damit ertrinkt man den täglichen Weg zur Arbeit besser. Genug, deine Donuts sind mir piep egal. Ich will jetzt etwas Spaß haben. Also gut. Ich muss nur kurz meine Stempelkarte fälschen. Zeige ich dir die besten Orte der Stadt. Herr? Verzeihung, junger Mann. Aber hast du schon die frohe Butter vernommen? Katzen können nicht reden. Du Tonkopf, sie sagen wow wow. Ich bin keine Katze. Und wenn ich eine wäre, würde ich nie bellen. Das heißt Libellen, sagt meine Mama. Kluge Frau, deine Mutter. Mir fällt gerade ein, ich habe noch etwas Dringendes zu erledigen. Okay, das war es von den Dialogen. War vielleicht eine etwas kleinere Folge.
klitzekleine Folge. Ja. So mehr können wir eigentlich nicht mehr machen. Donuts sind pleite. Donuts sind weg, genau. Aber hilft eine Mojo. Naja, die will ich mir auch noch unbedingt kaufen. Und natürlich diese Box. Die finde ich nämlich mega. Okay, und dann würde ich einfach mal sagen, da war es hier von mir für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal und ja. Ciao.